Da bin ich schon wieder. Herzlich willkommen zum heutigen Wort zum Sonntag. Heute mit dem Thema dubiose Anrufe für Peter Reutner. Ich hatte ja mal vor Jahren, hatte ich das mal als Reihe gestartet. Da habe ich dann mich angemeldet bei irgendwelchen komischen Gewinnspielseiten in der Hoffnung, endlos zahlreiche Anrufe zu bekommen und sozusagen das fortzuführen, was Kai-Uwe Meier seinerzeit gemacht hat. Also das ist jetzt auch schon wieder so 8 Jahre her oder was. Und vor 6 Jahren hat er ja irgendwie aufgehört oder die Anrufe wurden weniger. Und ich dachte, Mensch, da kann ich doch eigentlich weitermachen und nenne das Ganze dubiose Anrufe für Peter Reutner. Und ich habe mich dann auch, wie gesagt, angemeldet und so richtig kam nichts. Also es kamen ab und zu mal so ein paar Anrufe zu sehr christlichen Zeiten, zu denen ich dann entweder schlafe oder unterwegs bin oder was auch immer. Und das hat... Entschuldigung, das ist live. Das hat nicht so ganz geklappt und ich habe ein paar Sachen tatsächlich im Laufe der Zeit aufgenommen und die möchte ich euch heute sozusagen als Nachklapp präsentieren. Ich habe jetzt erstmal zwei Anrufe, die ich jetzt erstmal hier einspielen möchte. Dubiose Anrufe für Peter Reutner. Ja? Ja, Wilhelm von der Vorteil direkt, guten Abend. Ich hätte gerne kurz Herrn Peter Reutner gesprochen, bitte. Der ist am Apparat. Sehr schön. Herr Reutner, Sie hatten sich dieser Tage über unsere Internetseite informieren wollen bezüglich privater Krankenversicherungsangebote. Ist denn die Anfrage noch aktuell? Davon weiß ich jetzt gar nichts. Ach komm. Also ich hab hier halt Geburtsdatum 12.02.72. Das ist korrekt, ja. Und eine E-Mail-Adresse habe ich hier. War das vielleicht Ihre Frau, die ich da mal nachgucken wollte? Das kann sein, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Die Frauen sind immer sehr gutmütig. Wir wollen immer das Beste für sie. Das stimmt, ja. Wie ist denn das? Interessieren Sie sich oder soll ich es rausnehmen? Das ist Ihre Entscheidung jetzt. Dann nehmen Sie es erstmal raus, dann spreche ich erst nochmal mit ihr. Ja, weil davon weiß ich jetzt, wie gesagt, nichts. Das ist bestimmt nur wirklich lieb gemeint. Ja, das glaube ich. Nehmen Sie es raus, ja. Okay. Und dann einfach nochmal melden, okay? Ja, alles klar. Gut, heute noch vielen Dank für das Wochenende. Tschüss. Danke, tschüss. Ja? Guten Abend, Tina Kastens. Entschuldigen Sie die Störung, ich wollte bitte Herrn Peter Reutner erreichen. Der ist am Apparat. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Herr Reutner, ich bitte die Störung zu entschuldigen. Wenn das jetzt vom Termin nicht einpasst, gebe ich Ihnen auch gerne einen anderen. Sie hatten sich bei einer Kundenbefragung im Internet angeklickt, dass Sie sich gerne mal unverbindlich über mein Fachgebiet informieren wollten. Dabei ging es um den Bereich Hinterbliebenenschutz, Bestattungsvorsorge, Sterbegeldversicherung. Wie kann ich Ihnen da behilflich sein? Sie sind jetzt schon die Zweite, die anruft und das sagt. Ich weiß leider gar nicht... was das damit auf sich hat. Ach so, dann lösche ich das A natürlich raus, aber ich gucke mal auch, ob ich Ihnen da helfen kann. Sie hatten das laut Aussage meines Rechners bei einem Audi-Gewinnspiel angeklickt. Das war verbunden mit einer Kundenumfrage. Da konnte man immer anklicken, Thema interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und Sie hatten größtenteils das verklickt, interessiert mich nicht. Und bei Sterbegeld, Trauerfallvorsorge angeklickt, den Button interessiert. Also es ging ursprünglich um Audi-Gewinnspiel. Mhm. Kirschbaumweg 203 in 58239 Schwerte. Ja, das ist korrekt, ja. Also dann lösche ich das. Ich habe mich jetzt gemeldet vom Telemark für die Firma Monuta. Ich lösche das selbstverständlich raus. Ich nehme mal an, die andere Firma, die sich gemeldet hatte, war die Ergo. Es gibt dann noch nur noch 2 Trauerfallversicherer in Deutschland. Sie sollten bald wieder ihre Ruhe haben. Okay, das, alles klar. Das war wahrscheinlich einfach ein Versehen, dass sie aufs falsche Häkchen geraten sind. Dann bitte ich aber die Stimme zu entschuldigen. Das ist kein Problem. Noch einen angenehmen Abend. Okay, danke. Ja, tschüss. Mist. Das ist ja gar keine Abzocke. Ja, das waren erstmal die beiden Anrufer. Also, so richtige Abzocke war das eigentlich noch nicht. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass mir irgendwie Lotto oder sowas untergejubelt wird. Das war an der Stelle nicht der Fall. Oder... irgendwie ein Zeitschriften-Abo oder irgendwie Futter für Katzen oder Hunde, was ich gar nicht gebraucht habe. Das ist an der Stelle nicht passiert, aber dann kam doch tatsächlich ein richtiger Abzock-Anruf. Der ist ein Klassiker. Ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen. Es geht mal wieder um eine Reise. Hier kommt der Einspieler.
Ja. Ja, guten Abend, Herr Reutner. Ja, zum Apparat. Guten Abend. Wunderbar, dass ich Sie gleich persönlich dran habe. Ich bin die Frau Babakanyan, melde mich aus dem Burda Verlag aus Offenburg. Aha. Herr Reutner, ich hoffe, ich stöße jetzt auch nicht beim Abendessen. Nee, doch nicht, habe ich schon gemacht. Okay, wunderbar. Also, einfache Sache. Ich melde mich, weil wir sind Kooperationspartner von arenaonline.de, ne? Mhm. Da haben Sie ja an einer Umfrage teilgenommen. Können Sie sich noch dran entsinnen? Das höre ich jetzt schon zum dritten Mal. Ich weiß aber leider von nichts. Okay. Jedenfalls haben Sie ja sogar Ihre E-Mail-Adresse angegeben. herrpeterreutner@web.de. Stimmt es? Ja. Okay, dann wird es ja wohl doch stimmen, weil ich meine, wir können ja Ihre E-Mail-Adresse ja nicht aus heiterem Himmel wissen. Auf jeden Fall macht ja nichts, Herr Reutner. Es geht darum, dass Sie bei dieser Umfrage teilgenommen haben und da ging es um Zeitschriften und einen Hotelgutschein. Mhm. Und wir möchten das gerne auch realisieren. Also wir haben die Umfrage ausgewertet und von daher haben wir wenige Hotelgutscheine reserviert, die wir an Leute, sage ich jetzt mal, schenken möchten, die wir einfach per Zufall ausgewählt haben. Weil jedem geht es natürlich nicht, ne? Ja, Herr Reutner. Und da wollte ich fragen, tun Sie denn überhaupt gerne verreisen? Ich verreise gerne, ja. Ja, super. Weil der Hotelgutschein, der zahlt Ihnen 3 Übernachtungen für 2 erwachsene Personen. Verreisen können Sie in ganz Deutschland und Österreich. Und es machen über 3500 Hotels mit. Hotelkatalog kriegen Sie natürlich von uns, weil Sie sollen sich ja auch aussuchen können, wohin Sie hinreisen möchten. Ich fahre gerne in den Norden so, irgendwie Nordsee oder so. Ist dabei, das, ja. Alles klar, das ist dabei. Das wird zum Beispiel ganz cool. Ja, Nordsee ist dabei. Was wir auch haben, ist natürlich, sage ich jetzt mal, Tirol, Salzburg, also auch in den höheren Regionen. Ja, das ist nicht so meins, das ist nicht so meins. Ja, also da ist wirklich alles dabei in dem Hotelgutschein. Haben Sie auch Nordostsee, ist alles mit dabei, ne? Das hört sich gut an, ja. Genau. Und der Gutschein, der Vorteil ist an dem Gutschein, Sie haben eine Gültigkeit von 2 Jahren. Das heißt, wann Sie mal ein Wochenende Zeit haben mit Kollege oder Freundin, können Sie hinreisen, ne? Ja, genau. Cool. Und lediglich Anreise und Verpflegung übernehmen halt Sie. Und das Gute ist halt, da gibt es auch Budgethotels, da kann man auch preiswert essen, ne? Das hört sich gut an, ja. Genau. Und da wir ja ein Verlag sind, das nennt sich Lesen und Verreisen, dürfen Sie sich auch Ihr Lieblingsmagazin aussuchen, mit dem Vorteil, dass es bei uns nur Sonderbelieferungen sind. Also das heißt, man liest für 12 Monate und kann danach jederzeit von Ausgabe zu Ausgabe raus. Also das läuft nicht ein Jahr weiter und da hat man auch keine Kündigungsfristen. Das haben wir alles gestrichen und das ist extra nur für die Leute für diese Umfrage, Herr Reutner. Und weil ich Ihnen auch gerne natürlich alles schriftlich fertig machen will, damit Sie alles schwarz auf weiß haben, wollte ich mich erkundigen, wo haben Sie denn Leseinteresse? Möchten Sie Richtung PC oder sagen Sie, mir reicht auch eine TV-Zeitschrift? Also ich lese eigentlich echt ungern. Ja. Also wenn überhaupt, dann lese ich tatsächlich, wie Sie es gerade sagten, mal eine Computerzeitschrift oder eher noch sogar eine TV-Zeitschrift. Mhm. Ja, also wie gesagt, sowas, so Wissenschaftsmagazine oder so, das lese ich sowieso nicht. Ja, also ich sag ja, deswegen so PC-technisch haben wir sehr viel, Fernsehen natürlich auch, bei uns ist alles dabei, TV-Movie-Hammer, TV-Spielfilm ist dabei, TV-Digital, also auch mit Sky-Programm haben wir drin, wir haben auch die Chip mit CD, jetzt ist halt nur die Frage, Herr Reutner, was interessiert Sie eher, eher PC oder doch eher TV-Zeitschrift? Nö, TV, das TV-Zeitschrift braucht man, glaube ich, sowieso immer. Ja, eben. Also TV, was wir da haben, wäre natürlich die Super TV oder auch die TV-Movie mit DVD. Kennen Sie die? Habe ich schon mal gehört, ja. Aber ich dachte, so der Klassiker darunter sei so der Hör zu oder so. Haben wir auch. Ach so. Also da Sie die ansprechen, die haben wir natürlich auch. Die ist bei uns auch sehr gerne gelesen. Aber ich sage jetzt mal, ich bin eher in die Richtung gegangen, weil ich weiß nicht, also wird auch gern gelesen. Ich auch nicht. Also ich, wie gesagt, war mir jetzt nur vom Namen so geläufig. Genau, dazu gibt es auch. Wobei ich denke, es ist ja wirklich jung, ne? Die Hör zu wird als doch gerne eher von älteren Leuten gelesen, muss ich dazu sagen. Ach so. Ne? Deswegen bin ich eher in Richtung TV-Movie gegangen. Aber natürlich geht es auch mit der Hör zu. Also was wird sie da eher ansprechen? Ja, wenn die Hör zu so eine Rentnerzeitschrift ist, dann nehme ich natürlich doch lieber eine andere. Also die Hör zu ist keine Rentnerzeitschrift, nur die wird gerne von denen gelesen, ach so, weil, ja, weil da sehr viel Ratgeber drin ist. Also so Gesundheit ist drin. Also und das ist nicht so, sage ich jetzt mal, Billig-Scheiß, das ist wirklich nicht so. Habe ich jetzt sozusagen auf Plattdeutsch gesprochen. Mhm. Da, die ist wirklich hochwertig, die wird auch gerne gelesen. Die habe ich übrigens auch gehabt eine Zeit lang und ich finde sie auch wirklich sehr schön.
Und die TV-Movie, sage ich, ist halt so das Typische, wie man in der Werbung sieht, mit dem Stern und mit der DVD drin. Und ja, also weiß ja nicht, wenn Sie möchten, hört zu, wenn Sie möchten, gucke ich für Sie mit der TV-Movie mit DVD. Also wir gucken. Da ist dann schon immer eine DVD mit drin, also so eine Art Spielfilm oder so. Genau, was ist dann? Genau. Ach so, okay. Also ich finde halt die TV-Movie mit DVD persönlich besser, wäre jetzt mein Vorschlag. Ich gucke auch mal, ich glaube, die ist sogar günstiger, weil ich möchte ja auch, dass sie sich ein bisschen Geld sparen, ist ja klar, weil sie sollen ja auch was davon haben, ne? Ja. Also die TV-Movie mit DVD, da gucke ich direkt mal nach. Da wären sie bei 3,80 Euro pro Ausgabe. Mhm. Statt 4 Euro. Genau. 3,80 Euro, ja. Und bei der Hörzu wäre es dann pro Ausgabe, okay, Moment, ich guck mal, bei 1,90 wäre das dann. 1,90, genau. Okay. Oh, die ist ja sogar günstiger, wie ich jetzt gerade sehe. Das ist ja interessant. Ja, also wenn Sie möchten, Herr Reutner, geht es auch mit der Hörzu. Und es wären dann, die Hörzu, das wäre dann alle 4 Monate bei uns ein Betrag von 32,90 Euro. Okay. Alle ja, 4 Monate. Also nicht 3, sondern 4, ne? Okay. Und den Hotelgutschein gibt es kostenlos dazu, Herr Reutner. Soll man das mal für Sie machen mit der Hörzu? Ja, also den Gutschein, den können Sie mir natürlich gerne zuschicken. Adresse haben Sie? Ja. Ist Kirschbaumsweg 203 in Schwerte, ne? Genau. Ja. In Schwerte. Und mit der Zeitschrift, das überlege ich mir dann noch. Im ja, Laufe das ist der nächsten ein Angebot, Tage. Paket. Ach, das ist ein Paket. Genau, das können wir jetzt zusammen. Achso, den Gutschein gibt es dann kostenlos dazu. Ja, der Gutschein gibt es kostenlos dazu, aber ich sehe gerade die Super TV, weil ich habe jetzt gerade nach was Günstigerem geguckt, weil ich gedacht habe, okay, dann gucken wir doch mal, was es Günstigeres gibt. Also die Super TV wäre alle 4 Monate für 23 Euro zu bekommen. Okay. Und das Gute ist halt, Herr Reutner, Sie dürfen bei uns auch wechseln. Also nicht, dass Sie denken, ja, Sie müssen das dauernd beziehen, sondern Sie können bei uns auch alle 3-4 Monate anrufen und sagen, so, das war jetzt gut mal die Zeit, ich möchte gern die andere haben. Mhm. Und dann wird es auch gewechselt. Okay. Also das ist alles keine Ursache, ne? Ja. Sagen Sie doch nochmal eben den Preis für die Super TV. Super TV lag alle 4 Monate bei 23 Euro. 4 Monate 23 Euro. Genau. Ja. Also Herr Reutner, ich würde Ihnen gerne schriftlich fertig machen. Sollen wir es dann mit der Super TV machen? Ja, das okay. Genau, das können wir machen. Super. Weil ich denke, da haben Sie sich auch wieder Geld gespart. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich kann ja auch verstehen, dass man sich doch ein bisschen Geld im Portemonnaie haben und sparen möchte, ne? Ja, in den Zeiten ist das so. Ja, ich kann es ja nachvollziehen. Und ich bin jemand, ich möchte halt nicht irgendwie was loswerden, sondern ich möchte auch geholfen sein. Ganz einfach. Ja, also in den nächsten 3 Wochen bekommen Sie nochmal alles schwarz auf weiß von mir. Ja, okay. Und wenn Sie sich was zu schreiben holen, Herr Reutner, dann gebe ich ja Ihnen auch meine direkte Büronummer. Mhm. Mit der Sie mich persönlich erreichen können. Ja. Falls ich nicht da bin, können das auch gerne mir die Kollegen weiterleiten, ne? Ja, alles klar. Ich notiere. Super, also ist natürlich Offenburger Vorwahl die 0781 84 64 05. Alles klar. Adresse haben wir ja schon verglichen, das ist ja in Ordnung so, ne? Ja. Zahlung haben Sie gesagt, 4-monatlich ist für Sie bequem? Das wäre so am besten, ja. Okay, und bei welcher Bank? Schreiben Sie dann auch am besten noch mit da dabei, dann, wenn ja, Sie mir das schriftlich nochmal schicken. Genau, mache ich. Also ich schreibe das da alles rein. Und bei welcher Bank möchten Sie diesen 4-monatigen Betrag abbuchen lassen? Haben Sie dann eine Volksbank oder eine Sparkasse? Ja, das können wir ja dann klären. Also ich bin bei der Sparkasse, die machen das auch. Okay, die Sparkasse. Und die Bankleitzahl, die haben Sie im Kopf? Ich kann mir nämlich... Das ist die hier in Schwerte, ja, die 441-524-00. 441? Aber das können wir dann auch nacherklären. Ja, ich kriege das ja von Ihnen schriftlich und dann steht das ja auch ja, alles schwarz auf weiß dabei. Ja, ich muss natürlich erstmal aufschreiben, dass ich es Ihnen schriftlich rausschicken kann. Ja, ja. Kann ja kein Blankoblatt schicken. Also das war die 441-534? 524, 441-524-00. 90, okay. Und die Kontonummer? Das ist die 14, 28, 36, ja. 44. Okay, also ich wiederhole das Ganze nochmal und so, was ich das sage, bekommen Sie auch nochmal 1:1 schriftlich. Ja, ne? Genau, ja. Also der klassische Hotelgutschein für Sie, Hotelgutschein und Katalog kommen zu Ihnen nach Hause von uns und ich gebe einen Tipp bei Rande. Am besten, Sie gucken nochmal im Internet, wenn der Katalog da ist, weil da hat man sogar noch mehr Hotels zur Auswahl. Ja. Ne? Dann war das für Sie die Super TV, ne? Und da
haben wir ja gesagt, alle 4 Monate bei 23 Euro. Ja, ja, aber Sie schicken mir das jetzt erst, das Angebot erst nochmal schriftlich zu, ne? Natürlich, nicht, dass wir uns da missverstehen. Nee, nee, das ist ja auch erstmal eine Wiederholung von dem, was ich gesagt habe, dass das auch nochmal, ich kann ja jetzt nicht einfach abrupt abbrechen und sagen, so ist das. Ich muss ja erstmal wiederholen. Ja, ja, ist richtig. Genau. Nee, ich wollte nur nicht, dass da Missverständnis entsteht. Nee, nee, Herr Reuter, okay. Das ist ganz klar, das ist in Ordnung so. Ich kann es ja auch verstehen, dass Sie da sagen, erstmal schriftlich, ne? Ja. Weil ich tue das nur wiederholen. Das ist ja das, was ich wiederhole, ist ja das, was Sie dann auch schriftlich vor sich liegen haben werden. Gell? Ja, genau. Genau, super. Okay, Herr Reuter, dann schicke ich das alles raus, ja? Und freuen Sie sich, fahren Sie schön in den Urlaub. Freut mich, dass ich Ihnen jetzt auch eine Freude machen kann. Ja. Mit dem Wochenende. Und ja, schriftlich ist es innerhalb der nächsten 14 Tage dann bei Ihnen, ja? Ja, alles klar. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, ja? Ja, kein Problem. Einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Na, das war doch schon mehr nach meinem Geschmack. Bankverbindung wollte sie wissen. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ja, und tatsächlich kann ich sagen, dass mich nach diesem Anruf dann tatsächlich einige Anrufe erreicht haben. Manche davon habe ich aufzeichnen können, da war die Qualität aber nicht so gut, dass man da noch was rausholen konnte. Es waren aber nicht allzu viele, es waren so eine Handvoll. Und dann war auch wieder Stille. Also so richtig Telefonterror, wie man das von Kai-Uwe Mayer oder anderen Stellen kennt, war das bei mir leider nicht. Ich habe Anruf bekommen von Dinner for Dogs, die mir da irgendein völlig überteuertes Hundefutter andrehen wollten. Dann auch noch hier Zeitschriften, wie es auch in diesem Fall der Fall war. Und auch wirklich die Betrugsmasche, sie haben Geld gewonnen im Lotto und wir möchten Ihnen gerne das Geld überweisen. Bitte geben Sie mir Ihre Bankverbindung. Da habe ich dann noch schnell eine Fake-Bankverbindung rausgesucht, das hat leider auch nicht geklappt und das war auch der einzige Anruf, der so krass wirklich 100% sicher Betrug war. Das heißt, insgesamt war die Ausbeute eher mau, weswegen es ich dann nicht mehr weiter versucht habe und ich bin umso überraschter, dass es heute auf YouTube ein kleiner Trend geworden ist, sich da irgendwie anzumelden als Kai-Uwe Mayer oder Herr Rodes oder Ernsthaft oder irgendwie sowas. Und ja, tatsächlich hat es bei mir nicht geklappt. Aber die Vorbereitung für das nächste mit Günther Odenholz, die liefen bereits. Da habe ich dann aber gar keine Anrufe bekommen, warum auch immer. Vielleicht war der Name tatsächlich zu abgedreht. Und da habe ich auch einen Testanruf gemacht mit meinem damaligen Lektor. Und ja, sozusagen technisch geguckt, ob das jetzt auch alles funktioniert. Und dieses Vorbereitungsvideo, hätte ich fast gesagt, dieses Vorbereitungsaudio, diese Aufzeichnung davon, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist mein Rausschmeißer. Ich sage tschüss. Ja? Hey Mika, du wirst wohl noch zum Telefonfuzzi werden, wenn du so weitermachst. Ja, und was wollen Sie genau von mir? Die Bankdaten? Nee, die Bankdaten gebe ich nicht raus. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, noch. Nur die von der Bank, die vorm Haus steht. Ach so, ja, das ist ja die Sparkasse, das ist die Hamburger Sparkasse. Nein, ich meine die, auf die man sitzen kann. Ach so, ja, die Bankleitzahl sage ich Ihnen. Das ist hier Friedensstraße 229, wo ich wohne. In Schwerte, 58239 Schwerte, genau. Obwohl, nachher Adresse fragen die ja wahrscheinlich nicht. Die wollen alles wissen. Die wollen alles wissen. Die wollen auch wissen, was man letzte Woche eingekauft hat. So ungefähr Name, Anschrift, Telefonnummer, natürlich Handynummer. Ne, Handynummer geht ja nicht. Also ich meine, ich habe mein Handy ja eh nie dabei. Ne, die müssen ja auch zur Geschäftszeit anrufen, aber dann bin ich ja selbst gar nicht da. Das bedeutet, auf die Nerven gehen können die mir schon mal nicht. Sonntags rufen sie ja auch nicht an. Aber samstags rufen die den ganzen Tag an. Das heißt, ich kann jede Woche eine neue Folge von Günther Odenholz rausbringen. Also dubiose Anrufe für Günther Odenholz. Ja. Mach noch eine Haar davor, das ist noch interessanter. Das ist ja der Wortwitz dabei. Odenholz. Was? Odenholz? Was, die haben mich gerade als Hodenkobold beschimpft? Mein Name ist Odenholz. Nee, aber die sind ganz scharf auf E-Mail-Adressen, die dann weitergeben. Also ich habe mich bei ungefähr 7 Webseiten eingetragen. Ich kriege in der Woche, ohne Scheiß, 200 bis 300 E-Mails.
nur von diesen Seiten.